Im Oktober 2022 habe ich diese Person getroffen, Rolando Bellizza. Ich glaube, Rolando Bellizza ist einer der reinsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Ein gigantischer Verstand und ein liebendes, unschuldiges, leidenschaftliches Kinderherz. Leider haben wir nicht viel Zeit miteinander verbracht, weil er nach ein paar Monaten in die andere Welt gegangen ist. Rolando Bellizza hat schon in jungen Jahren mit Ettore Majorana zusammengearbeitet, dem großen Wissenschaftler aus Catania, der 1928 verschwand. Ein großer Geist, der sich zurückzog, weil er sich nicht an der Entwicklung der Kernkraft beteiligen wollte. Majorana sagte: "Das wird ein schreckliches Erbe sein. Das wird der Menschheit hinterlassen werden." So distanzierte er sich von der Via Panisperna Gruppe, in der er der brillanteste Kopf von allen war. Von Segrè, Amaldi, Fermi und so weiter. Selbst Enrico Fermi sagte über Majorana, dass es Genie gibt und dass es auch solche gibt, die über das Genie hinausgehen. Und Majorana war einer von ihnen. Und was tat Majorana, als er in einem Kloster in Kalabrien in Serra San Bruno Zuflucht suchte? Traf auf den jungen Rolando Bellizza und mit der neuen Physik und mit der neuen Mathematik, die Majorana entwickelt hatte, bauten sie eine fabelhafte Maschine, deren ganze Geschichte verborgen blieb. Ich erfuhr davon in den 1990er Jahren von einem Ingenieur, der an den Experimenten der Maschine teilnahm. Aber ich glaubte ihm nicht, weil er mir von Zerfall, von Antimaterie, von der Erzeugung von Energie aus dem Nichts, von der Mutation der materiellen Struktur erzählte. Ich sagte ihm, du erzählst mir nur Unsinn. Aber es stimmte, denn er gehörte, sagen wir, zur Gruppe von Rolando. Die Geschichte kam dann im Dezember 2001 heraus. Denn Majorana schrieb Bellizza einen Brief, in dem er Rolando ermächtigte, die Wahrheit zu verbreiten. Von nun an steht es dir frei, meinen Namen zu verwenden, um unsere Berichte, Schriften und Fotos zu verbreiten, wenn du es für angebracht hältst. Hier ist also ein Foto von Ettore Majorana am 5. August 1996. Ich glaube, es war sein Geburtstag. Auf diesem Foto gibt es ein Problem. Er ist 98 Jahre alt. Nein, wie alt war er? 96, Ettore, 90. Er ist 90 und Rolando ist 58. Dies ist die Maschine, natürlich nur die Form. Man hat diese Maschine die Gottesmaschine genannt, weil sie Dinge tut, die wie Wunder aussehen. Als Bellizza dem Wissenschaftler Tsikiki davon erzählte, war Tsikiki empört und sagte, das ist nicht möglich. Wenn ein Wissenschaftler also sagt, dass es nicht möglich ist, hört er auf, Wissenschaftler zu sein und wird zum Dogmatiker. Diese Maschine könnte Materie zersetzen, ohne Schadstoffe zu produzieren. Also könnte man den ganzen Müll auf dem ganzen Planeten zersetzen, das Plastik, der in den Meeren ist. Übrigens, ohne Verschmutzung zu produzieren. Das ist so, als würde man sagen, dass man Kraftwerke, die Energie erzeugen, mit Müll betreiben könnte. Stellen Sie sich vor, die Maschine könnte ein Metall erhitzen und es auf eine Temperatur für die Ewigkeit halten. Man könnte es, anstatt Stäbe aus radioaktivem Material zu backen, Stahlstäbe auf 800 Grad bringen und diese bleiben auf 800 Grad für die Ewigkeit. Man könnte kostenlos und ohne Verschmutzung Energie erzeugen. Dann konnte die Maschine Materie umwandeln. Das heißt, sie konnte Materie von einer Sache in eine andere verwandeln. Es gibt ein Video auf YouTube, in dem Rolando eine Palette von Styroporwürfeln, nein, es war Schaumgummi, die er in 100% reines Gold verwandelte, welches in der Natur gar nicht existiert. Die vierte Phase ist noch wundersamer. Die Übersetzung von Materie und der Wiedereintritt in eine andere Dimension. Der Verjüngungseffekt vom biologischen Körper. Das heißt, wir würden auch das Alter besiegen.
Die Maschine wurde der italienischen Regierung schon zu Andreottis Zeiten vorgeschlagen. Dank Assange sind sogar Jachten auf WikiLeaks aufgetaucht. Martinazzoli war involviert, eine wichtige Figur in der Armee, der auch ein großer Freimaurer war. War die niederländische Regierung involviert, Piero? Oder die belgische? Die belgische. Die belgische Regierung war involviert. Die NATO war involviert. Amerika war involviert. Henry Kissinger, Präsident Ford, sie wollten es nur als Waffe benutzen. Es war ihnen egal, dass es freie Energie liefert und die Umweltverschmutzung verschwinden lassen könnte. Und vor allem könnte die Maschine den Planeten heilen, denn mit der Transmutation konnte die Maschine CO2 in Ozon umwandeln und das Ozonloch schließen. Wenn ich über die Zukunft spreche, Brief von Ettore Majorana am 20. Dezember 2000, schrieb er an Professor Erasmo Regami, den Präsidenten des CNN, der die Energieberechnungen für die Maschine anstellte und sich die Augen aus dem Kopf schlug, weil die Maschine mit einer Autobatterie betrieben werden musste und mit 24 Volt Milliarden Megawatt erzeugen konnte. Aber sie könnte den Planeten heilen. Wenn ich von der Zukunft unserer Welt spreche, meine ich die globale Erwärmung, die ich bereits 1976 vorausgesagt hatte, als ich Rolando einen detaillierten Bericht über das Thema und seine Folge gab. Von den ersten Symptomen anfangs 2000 bis zur Verschärfung des Problems ab 2010. Infolgedessen sind echte Umweltkatastrophen zu erwarten. Nun ist 2010 schon lange vorbei, weil Rolandos Maschinen, ich glaube, es wurden viele davon, mehrere Dutzende beschlagnahmt. Und um die Maschine zu bauen, braucht es viel Geld. Nach heutigem Wert reden wir von etwa 90.000 Euro. Sie wurden immer von den stern- und streifenförmigen Geheimdiensten beschlagnahmt. Damals unter Mitwirkung des gesamten Machtgehabe. Es gelang ihm, eine Maschine in einem Auto in Spanien zu verstecken, das er von Italien aus fernsteuerte. Und in den Monaten, in denen er im Besitz dieser Maschine war, gelang es ihm, das Loch in der Ozonschicht zu schließen. Die Machthaber wussten, dass Rolando allein dazu in der Lage war. Also begannen sie mit einer groß angelegten Razzia, bis sie die Maschinen fanden und sie ihm wegnahmen. Dann gab es diesen Jungen namens Oscar Valente, der ein solches Gerät gebaut hat. Aber auch das haben sie beschlagnahmt. Nun, was macht das Ozonloch? Es ist gigantisch, das war seine maximale Ausdehnung im September 2006. Die Sonneneinstrahlung, die ohnehin schon in abnormalen Mengen eintrifft, das habe ich bereits gezeigt, nimmt noch viel mehr zu, weil sie nicht durch die Ozonschicht abgeschirmt wird, die genau diese Funktion hat, sodass die Wärmemenge, die der Planet empfängt, viel höher ist. Und das führt zu einem viel schnelleren Anstieg des Ungleichgewichtes, die zu verrückten Katastrophen führen werden. Hier im Raum ist Piero Maravalli. Vielleicht, Piero, wenn du einen Moment aufstehst. Piero Maravalli war einer der engen Mitarbeiter von Rolando. Ich habe ihn am 11. November 2022 über die ganze Angelegenheit interviewt. Das Interview kam gut an. Ich glaube, der erste Teil hat bereits 200.000 Aufrufe. Hier überlasse ich es Pieros Worten zu erklären, was Ettore Majorana vorausgesagt hat. Ettore Majorana hat sehr deutlich geschrieben, dass unumkehrbare Veränderungen messbar sein werden, wenn wir sie nicht bis zum Jahr 2000 aufhalten. Ab dem Jahr 2010 werden auf der Ebene der Normalsterblichen Ereignisse und katastrophalen Klimaphänomene außerhalb der Normalität sichtbar sein. Aber wenn weiter nichts unternommen wird, von 2022 bis 2024 eine extreme Ausdünnung der Ozonschicht und der damit verbundene Zunahme der Strahlungsmenge, die die Erde erreichen. Entschuldigung, ich wollte etwas ergänzen. Majorana
hat das Jahr 2010 vorausgesagt. Aber dank dieser Abschlussarbeit hat Rolando uns ein paar Jahre verschafft. Also dank Rolando war das Klima noch erträglich. Aber weil die menschlichen Aktivitäten weiterhin Schadstoffe produziert haben, die einen Verbrauch der Ozonschicht verursachen, sind wir wieder am Anfang. Wir haben nur ein bisschen Zeit gewonnen. Rolando fragte, werdet ihr mir helfen, den Planeten zu heilen? Sie haben ihm nicht geholfen. Und so befinden wir uns jetzt in der Phase, wie ich eingangs sagte. Sie hat begonnen. In der Erdschicht auf 18.000 Meter Höhe findet in der Luftschicht zwei Phänomene statt. Das eine ist, dass die größere Menge an Strahlung der Erde Wärme zuführt, die den Temperaturanstieg weiter vorantreibt, egal was man tut. Das andere ist, dass die Strahlung, die heute abgeschirmt wird, wenn sie in der anderen Schicht der Atmosphäre ankommt, in der es Wasser gibt, wo die Bildung der Kerne stattfindet, die dann das Wasser kondensieren und es in Tropfen fallen lassen, diese qualitativen und quantitativen Veränderungen werden zur Bildung und zum Niederschlag einer Wassermenge führen, die 250 Kubikzentimeter entspricht. Ein Glas pro Tropfen anstelle eines Tropfens. Wo dieses Phänomen auftritt, wird es eine unkontrollierbare Überschwemmung geben. Die Wärmemenge, die sich an der Wasseroberfläche ansammelt, wird die Wirbelstürme mit einer solchen Energie versorgen, dass die Winde Geschwindigkeiten von 400 oder sogar 600 km pro Stunde erreichen, die sogar die bewachsene Erde wegfegen wird. Nun, was passiert dann mit den Populationen, die in einer nicht mehr lebenswerten Umwelt überleben, wenn sich diese Katastrophe ereignet, wo der Allmächtige entscheidet und nicht sie? Womit kann man sie aufhalten? Mit Maschinengewehren? So wird es geschehen, dann wird es ein Prozess von Verschiebungen und Spannungen ausgelöst, die schwer zu kontrollieren sind, sodass wir auf eine weitere Katastrophe zusteuern. Und das einzige Werkzeug ist die Maschine. Aber um die Maschine zu benutzen, braucht es eine Menschheit, die es verdient. Eine Menschheit, die jenen Werten entspricht, die Ettore Majorana bereits 1962 kodifiziert hatte.